Aber erstmal, ich bin der Emanuel und ich werde jetzt einen Text versuchen, in dem es um keine Ahnung geht. Keine Ahnung, wie oft habt ihr das schon gehört? Keine Ahnung, das hat sicher jeder schon oft gesagt. Und jetzt raten Sie mal, was ich mir gedacht habe, wie ich überlegt habe, was ich in meinem Gedicht schreibe. Ja, keine Ahnung. Jedoch frage ich mich, ob wir wirklich keine Ahnung haben. Besitzen wir doch viele Gaben. Ich erzähle euch jetzt zwei Geschichten über meine keine Ahnung-Ansichten. Wir sitzen oft in unserer Klasse und berechnen in Physik die Kraft und Masse. Da fragt der Lehrer still und leise, ob irgendwer die Antwort weiß. Doch nur die Stille kann man hören. Da wird uns doch wohl keiner stören. Aber plötzlich wird der Lehrer laut und grimmig durch die Klasse schauen. Wird er wohl beim Namen nennen, soll dieser ja die Antwort kennen. Er nimmt einen Franz, der sitzt ganz hinten. Ja, muss ich jetzt wohl berichten. Der Lehrer schaut ihn finster an, der Franz jedoch nicht sagen kann. Nur zwei Wörter kommen aus seinem Mund. Keine Ahnung, sagt er. Und gedauert hat es fast eine halbe Stunde. Auch in anderen Gebieten sind viele Menschen wie auch ich echte Nieten. Da sollte ich Papas Auto putzen, doch welches Putzmittel benutzen? Ich nehme einfach das erste da. Der zweite ist mir zwar nicht ganz klar, was diese Zeichen da bedeuten, aber sicher geht es zu vielen Leuten. Ach egal, es wird schon passen. Dabei werde ich jetzt auch belassen. Es dauert gar nicht allzu lang, da wird mir ja schon richtig bang. Denn man kann schon erste Kratzer sehen. Hoffentlich wird das nicht so weitergehen. Aber leider wird es immer mehr. Ich schäme mich ja schon so sehr. Dann kommt auch noch mein Vater zu mir. Und fragt zugleich, was machst du hier? Da fängt er viel zu schimpfen an, sodass ich gar nichts sagen kann. Er fragt mich, ob ich nicht zahle die Warnung. Und ich antworte nur, davon habe ich keine Ahnung. Nun frage ich mich aber, haben wir Menschen wirklich keine Ahnung oder wollen wir nur keine Ahnung haben? Denn keine Ahnung ist oft auch eine Tarnung. Denn wenn wir das als Antwort geben, erleichtert uns dies oft das Leben. So wird uns keiner mehr etwas fragen, sondern alle werden selbst die Verantwortung tragen. Und wir werden unsere Ruhe haben, anstatt uns mit irgendwas zu plagen. Doch anstatt alles den anderen zu überlassen, denke ich, ist es besser, auch selbst mit anzufassen. Es genügt, ein bisschen mitzudenken und damit selbst sein Leben zu lenken. Denn wir müssen uns nicht verstecken, nicht hinter Büschen oder Hecken. Doch mancher versteckt sich gerne in seiner Haut, sodass ihm dann keiner etwas zutraut. Doch wir Menschen wissen zu viel und kennen es allezeit. Das kann man keineswegs verschweigen. Denn nur dann haben wir wirklich was im Leben und können vielleicht auch anderen etwas davon weitergeben. Danke.